Rumänische Blätter habe ich jetzt auch im Flohmarkt gekauft. Das sind aber 70er-Jahre-Sachen. Musste ich aber kaufen wegen des Covers schon allein. Sehr schön. Ursprünglich komme ich aus Pforzheim. Da bin ich geboren. Aber ich wollte immer nach Berlin. Und das bin ich seit 1987. Das heißt, ich habe auch Berlin noch mit Mauer kennengelernt. Wo stand denn die Mauer? In der Straße, die hier ist, oder in der Straße, die eigentlich weiter ist? Das rote und grüne Haus. Und dahinter stand die Mauer. Seit 1980 wohnen wir hier. Und so lange hängen eigentlich auch schon die Bilder. Früher waren die leer, da hatten wir uns die Bilderrahmen hingehängt. Das war auch so eine Mode. Und jetzt sind sie ausgefüllt mit unseren Kindern und Enkeln. Und auch einige Künstlerfotos mit Kurt Böwe und mit Herrn Voss und mit Inge Keller. Ja, naja, so ein bisschen wo es so Begegnungen gab. So die Vorlieben und das, was man so lebt. Und vor allen Dingen, was Natur betrifft, hier sind ein paar Bilder dabei, die die Natur hier reinholen, die man ansonsten in dieser doch etwas steinernen Verzweiflungsgegend nicht so vor den Augen hat. Und das ist für mich ein ziemlich typisches Bild. Du kannst ja dann ein anderes sagen. Für mich ist ein typisches Bild, hier ist ein Foto von Heiner Müller in seiner Wohnung in Friedrichsfelde Ost und nicht sehr idyllisch, Beton, wenig Kulturfähigkeit und Willen auf dem Balkon. Und das entspricht eigentlich so ein kleines bisschen auch meiner Art, hier zu wohnen. Also ich habe diese Wohnung hier in der Leipziger Straße eigentlich immer als einen Wohnort gesehen und nicht so sehr als einen Lebensort, den man wirklich gestalterisch sich aneignet. Und hier waren wir mit den Kindern in New York. Das war die erste Reise so nach der Wende, wo wir dachten, wir müssen mal gleich das Allergrößte zeigen. Und da sind wir mit Nichten und Kindern nach New York gefahren. Ja. Es gehört ja zum Beispiel zu den Merkwürdigkeiten dieses Hauses, dass man ab und zu unten auf die In der Eingangshalle. Genau, Halle ist gut. Also im Eingangsbereich, dann liegen manchmal auf den Dampfheizungen Bücher, wenn Leute also ihre Bücher ausräumen. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann da immer nie dran vorbeigehen, ohne dich nicht doch das ein oder andere Buch mit hochzuschleppen. Und wenn ich es natürlich in die Wohnung bringe, dann regt das meine Frau immer ein klein wenig auf. Nicht etwa, dass sie nicht genauso ein Bücherfreund wäre, aber irgendwann weiß man einfach nicht mehr, wo man die Bücher hinstellen soll. Und es wird eigentlich schlimm, wenn man anfängt, die Fenster zu verbauen. Also dann das letzte wichtige, natürliche Momentchen Licht. Also insofern haben wir uns jetzt geeinigt, neben dem Staub, der sich hier immer auf alles legt, dass vielleicht dann, wenn ein neues Buch hier reinkommt, wir irgendein anderes, ich will nicht sagen entsorgen müssen, aber doch irgendwie darauf verzichten müssen. Oder? Ja. Hier, die ist meine neueste Errungenschaft, eine DDR-Platte. Von Team 4. Die ja die erste Beatband der DDR. Die war die erste Band, die deutsche Texte, mit deutschen Texten gilt ja als Wegbereiter. Allerdings waren die Texte nämlich dementsprechend, nämlich politisch korrekt. Und das ist was ganz Geniales. Die habe ich echt gesucht und jetzt gefunden auf dem Flohmarkt letzte Woche. Klingt ein bisschen wie eine Schülerband, aber der Text ist toll. Dass niemand sie uns zerstört.
Zweimal hintereinander dasselbe, Sophie, ganz genau dasselbe würde ich nicht machen. Das zweite, da müsstest du, also ich finde es schön, wenn es so verträumt anfängt. Und das zweite Mal ist vielleicht noch ein bisschen mehr suchen und zum Schluss resoluter. Spiel nochmal den verminderten. Ein Teppich, was gibt es da zu sagen? Ich muss nach 13 Jahren den jetzt hier ablösen und das ist einfach gerade eine fiesche Arbeit. Zum Glück habe ich nette Freunde und eine Schwester, die mir helfen. Und ja, bräuchte eigentlich noch mehr Waschbenzin oder was auch immer es hier ist. Pinselreiniger. Und ja, und muss halt am Wochenende die Wohnung übergeben. Und deswegen muss ich mich jetzt beeilen und das hier fertig machen. Und die Küche muss ich auch noch ein bisschen putzen und all so eine netten Sachen. Und da die Wohnung groß ist und 115 Quadratmeter fast hat, ist das halt viel zu tun. Und in der neuen Wohnung stehen sämtliche Kisten unausgepackt. Das ist auch nicht gerade so cool. Also ist nicht gerade so eine coole Zeit im Moment. Genau. Und es ist halt so, dass ich ja eine kleine Tochter habe, die nichts anderes, die damit aufgewachsen ist mit der Leipziger Straße und die sich jetzt durch diese Familiensituation total gefürchtet hat, dass sie hier weggeht, weil die geht in der Wilhelmstraße zur Schule. Und hier Jerusalemer Straße war halt ihr Kindergarten. Und ich weiß nicht, ob das im Vorfeld meine Schwester gesagt hat, aber mein Mann ist im Januar gestorben. Und insofern konnte ich das nicht übers Herz bringen zu sagen, wir ziehen hier weg. Und diese Wohnung war eben super für drei Leute. Und mein Mann, wir haben eben auch gerne hier gefeiert. Und natürlich, Sie sehen ja selber in diesem großen Raum. Und mein Mann, der eben Opernsänger war, hier stand das Klavier, der ist hier zum Rollenstudium hier durch das Zimmer gewandert und hat so die Sachen einstudiert, als er noch gesungen hat, bevor er krank wurde. Und dafür war die Wohnung halt gut, aber ich denke, alles hat so seine Zeit im Leben und jetzt ist die Zeit für so eine Wohnung einfach vorbei. Und das sage ich auch, das ist durchaus unsentimental, weil also ich müsste sie bezahlen
putzen, heizen, lauter so netten Sachen. Und das ist irgendwie falsch. 72 sind wir hierher gezogen, also? 30. 31 Jahre. Nee, Quatsch, 41 Jahre. Boah. Ja. 40 müssen wir eigentlich wegziehen. Es hat sich schon vieles verändert, muss man schon sagen. Mhm. Das sagen dann auch die Kinder, wenn sie hier ab und zu kommen. Mhm. So ist es aber im Leben. Ne? Es wird viel gebaut, es ist vieles anders geworden. Auch eine andere Durchmischung der Einwohner. Das ist wahr, ja. Ja. Ja, und die Alten sterben alle weg. Ja. Ne? Ja. Die Kranken. Wir waren ja damals relativ jung, als wir hergezogen sind. Ja, natürlich. Ne? Dass wir als junge Leute da so eine Bude kriegten hier, war ja. Privilegiert. Ja, privilegiert. Ja. Also wir hatten auch noch eine andere Wohnung angeboten gekriegt. Ja, ja, und wegen der Oper, ne? Damit ich schneller in der Oper bin. Auch wegen der Balkons und der schönen Lage, 19. Stock. Stimmt, die erste war 19. Mhm. Stock. Also es war schon irgendwie ein Volltreffer, ne? Ja, ja. Diese Wohnung war wunderbar. Als wir hier einzogen, gab es da drüben die Hochhäuser. Das Hochhaus wurde ja erst später gebaut. Und wir hatten eine Freundin, die wohnte dort. Und da habe ich auf dem Balkon gestanden und habe gesagt, hier möchtest du mal her. Und dann hatte ich mir so ausgerechnet zwischen der 6. und 9. Etage. Und die 8. ist es dann geworden. Und damals waren wir natürlich sehr glücklich, so eine schöne große Wohnung zu haben. Und auch damals eine Ruhewohnung. Aber wie das so ist im Leben, es entwickelt sich alles weiter, auch der Autoverkehr. Ja, und habe vorhin schon gesagt, ein besonders schöner Anblick ist, wenn sich abends in dem Springer-Hochhaus da drüben die Wolken spiegeln und die verschiedenen Schattierungen so ihre Lichter schmeißen. Das entschädigt dann wieder ein bisschen dafür, dass man eigentlich vor Lärm hier nicht auf dem Balkon sitzen kann. Ja, wir wohnen also jetzt seit 1976 in dieser Wohnung. Haben auch nicht die Absicht, wieder hier wegzugehen. Nö. Man sagt ja immer mit den Füßen voraus. Und möge es noch eine Weile dauern, damit man sieht, was auf dieser Welt noch geschieht. Heute Mittag im Stadtzentrum der Hauptstadt. Oberbürgermeister Herbert Fechner legt den Grundstein zum Aufbau der Leipziger Straße zwischen dem Spittelmarkt und der Friedrichstraße. Heute beginnen die Berliner Bauarbeiter mit dem komplexen Wiederaufbau dieser altbekannten Straße in Berlin. Für das weitere Wachsen unserer Hauptstadt, der sozialistischen Metropole unseres Landes. Und mit einem Blick, verehrte Zuschauer, in die nahe Zukunft der Leipziger Straße, verabschieden wir uns hier von der Grundsteinlegung. 2000 moderne Wohnungen entstehen in Hochhäusern. Darüber hinaus 2 Schulen, 2 Kindergärten und Krippen sowie zahlreiche moderne Geschäfte. Ja, erster. Hier sieht man auch, dass dieser Tunnel sehr intensiv genutzt wird von Fußgängern. Das wurde ja auch mal bezweifelt, dass er überhaupt noch in Anspruch genommen wird durch die Bevölkerung. Aber hier sieht man sehr deutlich, dass gerade die Älteren und die ganz Jungen müssen den auch nutzen. Hier den Tunnel nutzen. Hier nächtigen auch Menschen, die kein Obdach haben. Insgesamt die Beleuchtung ist teilweise ausgefallen. Heute haben wir aber auch wieder eine sehr intensive Besprayung, wenn du das siehst. Ne? Ja.
Das sind übrigens vermutlich die Kinder aus unserer Kita im Hause. Wahrscheinlich, ja. Ja. Als ich im Jahre 1979 versetzt wurde an die Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland und wir hier diese Wohnung zugewiesen bekommen haben, ist es doch schon für uns erstmal ein Kulturschock gewesen. Hier sind wir vor 34 Jahren eingezogen. Wir haben gewohnt im 11. Stock. Das ist also relativ weit oben. Die Fassaden sind eigentlich ganz gut geworden. Ja, das ist nach doch der, ganz ordentlich nach saniert der, ne, worden. Nach der Sanierung, ne? Das sah natürlich ja zur damaligen DDR-Zeit schon ein wenig anders aus. Das ist optisch ansprechend, aber der Eingangsbereich und wenn man hier so auch runterschaut, die anderen Bereiche, wo wir den Leerstand nun wirklich visuell wahrnehmen können, sehen schon sehr erschreckend aus. Ja, das ist leider so. Вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон. Трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты. Все отпечатки контрабанды не берем. Как херувим, стерилен ты. А класс второй не высший класс, зато с бельем вот и сбывается. Als ich eingezogen bin, 99, 2000, haben wir noch, da war gerade so eine erste, nochmal so ein Umbruch, weil die alle renoviert worden waren und auch verkauft worden sind. Es haben ja hier hauptsächlich wohl Parteileute gewohnt, weil da drüben gleich die Mauer war. Und ich habe dann auch immer gesagt, als ich eingezogen bin, ist noch wirklich die halbe Tagesproduktion vom Neuen Deutschland hier in die Briefkästen gewandert. Das hat sich aber unterdessen natürlich, weil viele weggezogen sind und auch gestorben, unterdessen sehr viel jüngere Leute, hauptsächlich eigentlich jüngere Leute und von den ganz Alten, sag ich mal, fallen mir jetzt so 3, 4, 5 ein. So auf meiner Etage gibt's noch einen älteren Herrn, den ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Und ansonsten ziemlich gemischt unterdessen. So, komm mit. Dann kannst du dich einmal kurz hierher setzen und dann setz dich hierher oder da. So gut. Nur das noch. Ey, nach dem Mittagessen fangen die jetzt richtig an zu essen. So, das ist der von heute früh, ne? Was gab's denn zum Mittag? Kartoffelbrei mit Soße. Kartoffelbrei. Und hast du gegessen? Und gab's auch Gemüse? Alles aufgegessen. Und das ist, finde ich, gut. Gab's doch Fleisch? Naja. Die machen eine ganz gute, gesunde Küche. Da wird kein Fleisch gegessen und kein Salz und kein Zucker. Ne? Hat's gut geschmeckt oder hat's wieder nach nichts geschmeckt? Nach nichts war, ja. Hat nach nichts geschmckt. Hast du auch für mich ein Geheimnis? Ja, sag's mir mal. Wir gehen dann ins Bett. Das Geheimnis besteht darin, dass man ins Bett geht. Ist ja auch ein starkes Geheimnis. Ja. Ja. Da, Kicke. Mein Mann, rank und schlank. Uiuiui. Das war auch toll hier. Da gab es nur ganz wenige Hausgemeinschaften, die am Festumzug zur 750-Jahr-Feier teilnehmen durften. Und da war unser Haus dabei, hier. Es kam die Idee auf, dadurch, dass hier mehrere Delegationen waren, auch ein Gästebuch anzulegen, um später mal zeigen zu können, wer eigentlich hier war. Bahrain, Griechenland und Gewerkschafter. So, und da war eben der General aus Griechenland, ein NATO-General, der sich für die
Friedensbewegung eingesetzt hat, der ist dann also mit hier als Mitglied der Delegation bei uns im Haus gewesen. So, nun könnten wir ja vielleicht noch mal vorlesen, was er uns gewünscht hat. Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich eine Hausgemeinschaft in einer Gesellschaft besuchen durfte, deren Hauptanliegen die Kommunikation zwischen allen Menschen ist. Denen, die das vollbracht haben, möchte ich die herzlichsten Glückwünsche aussprechen und die besten Wünsche für die Erhaltung dieser Errungenschaften. General Richard Kapellos aus Griechenland. Ja, der würde sich heute auch wundern, was alt möglich ist. Aber wir haben seinem Wunsch entsprochen. Wir versuchen ihn zu halten. So. Gut. Sieht bald aus wie ein Geburtstagstisch hier. Wenn man so manchmal Revue passieren lässt, was so zu Momente hier waren, die man nicht vergisst, als dieser Segelflieger nachts auf die Leipziger Straße hier oben, auf unser Hochhaus, ganz oben die Nottreppe hoch und hat das angelegt und wollte rübersegeln über die Mauer. Und da war der Wind ungünstig, das hat ja direkt auch eine merkwürdige Komik. Und da hat es den wieder zurück und da ist der gelandet auf dem Dach der Schule. Und frühmorgens, als die Kinder in die Schule kamen, der hatte das nachts versucht, da war alles voller Polizei und Hunde, die denjenigen gesucht haben. Und Blut und so zertrümmertes Segel. Und unser Sohn war damals noch sehr jung. Und der kam dann nach Hause und dann hat er gesagt, Mutti, die suchen den jetzt überall. Wenn der bei uns an der Tür klingelt, verstecken wir den da? Und ich meine, ich war in der SED, du warst in der SED, man hätte jetzt so eine Antwort erwarten können, aber dass man sagt, na, das ist ja im Prinzip einer, der weg wollte, ein Feind oder so. Das war so berührend und ich habe dann gesagt, ja, ich glaube, wir würden den dann verstecken. Wo so eine ganz konkrete Situation, dass da hier so eine Mauer war oder so, für so ein kleines Kind plötzlich doch so eine ganz einfache Emotion. Der hat das bedrohlich empfunden, dass da die Polizeihunde waren und wahrscheinlich auch dieser Ton und dass sie den gesucht haben und so. Und ich meine, so sind die groß geworden, die Kinder, gell? Immer in diesem, die hatten ja die Mauer, wenn wir hier von unserem Balkon geguckt haben, dann lief die Mauer hier bei uns direkt vom Fenster lang. Wir konnten auf den Todesstreifen gucken. Mhm. Wobei natürlich jetzt zur Ehrlichkeit auch dazu gehört, dass wir uns gewöhnt hatten an so einen Zustand. Dass wir uns erstens an den Zustand gewöhnt hatten, dass wir zu denen gehörten, die mit der Mauer eigentlich Im Einklang waren. Im Einklang einfach in so einer nicht nachfragbaren Gleichgültigkeit. Also wir haben sie einfach hingenommen. Dann gehört natürlich eben zu dieser Ehrlichkeit natürlich dieser Geschichte mit dem Segelflieger dazu, dass natürlich Stefan gesagt hat, ja, würden wir den aufnehmen. Du hast gesagt, ja. Mhm. Und er hat gesagt, aber wir würden es bestimmt nicht dem Vati sagen. Mhm. Weil ich als SED-Journalist, wie man also zu bestimmten Dingen auch steht. Also das war schon hier. Aber es war eben nie eine Situation, das muss man sagen, in all den Jahren, die uns in Konflikt gebracht hat mit dieser Mauer. Ich glaube, wir haben in der Familie immer so gesagt, wenn die Leute nicht hier bleiben wollen und wenn jemand in den Westen geht, dann soll er gehen, dann sollen sie ihn lassen. Die brauchen wir dann auch nicht. Ja. Weil entweder macht man das richtig mit oder aber so dieser Zwang und dieser Druck. Das und die hat Leute aber dann in dem schlimmen Satz geendet, denen weinen wir keine Tränen nach. Ja, das habe ich jetzt gerade beim Reden gedacht, dass das so ein Satz ist, genau. Mhm. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес.
Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Wie dann die Wende kam, wurde sofort hier renoviert. Also wir kriegten ganz schaltig die Fenster. Sehen Sie mal, die bauen da unten. Sie sitzen, können, nee, sie können nicht. Ich kann mir aufstehen. Da hören Sie, wie die hier unten bauen. Sehen Sie mal, und wenn hier zu ist, hören Sie gar nicht. Also können Sie sehen, wie schön dicht die Fenster sind. Da hinten, das ist das Mercedes-Haus, mit dem, das Gelbe, das nenne ich immer mein Neuschwanstein. Und daneben, wenn Sie das angucken, das sieht doch aus wie ein Schiff. Da. Empfinden Sie das auch? Neulich ist meine Tochter hier zu Besuch, sitzt hier, guckt raus und sagt, Mutti, das sieht doch aus wie unser Kreuzfahrtschiff. Wir haben nämlich so eine schöne Kreuzfahrt gemacht. Ich sage, du, das ist mir auch schon aufgefallen. Wie, also schade, dass das linke Gebäude noch ein bisschen das stört. Aber vorne, das ist auch wie ein Schiff. Bilde ich mir jedenfalls ein. Ich habe wirklich seit der sogenannten Wende immerzu, das weißt du auch, das ist immer Gesprächsthema bei uns. Du sagst mir auch immer, seit 20 Jahren redest du darüber. Wir haben immer Existenzangst. Wir haben immer Angst, dass das Opernhaus irgendwann geschlossen wird und es gibt immer zu wenig Geld. Also ich muss wirklich sagen, dass ich früher mehr über Kunst nachgedacht habe, mehr Möglichkeiten hatte, über Kunst nachzudenken als jetzt. Ja. Jetzt geht es wirklich um andere Dinge, ja, um andere Bedingungen. Andere. Auch die Administration ist eine andere. Mhm. Ne? Also ja, während man früher das Gefühl hatte, dass man mit allen, die da in so einem Opernhaus sind, an einem Strang zieht, ist nun nicht mehr unbedingt, weil es auch immer darum geht, Geld zu sparen. Und also es sind andere Dinge in den Vordergrund gerückt, leider, muss ich schon sagen. Ja, war immer noch dieselben Noten und das dieselben stimmt. Striche. Natürlich, habe ich also genau dasselbe zu Brahms oder so. Kunst, während bei mir wirklich also ein qualitativer Wechsel stattgefunden hat, ne? Ich war DDR-Liedermacher und dass die DDR nicht mehr gibt, brauche ich keine Lieder mehr zu machen. Denn meine Lieder waren politischer Art und die hatten eine gewisse politische Funktion und die Kunst war für mich zweitrangig dabei. Ich komme ja von der Philosophie und nicht vom Musikstudium. Aber Gott sei Dank bin ich schon 10 Jahre vor Ende der DDR eben genötigt worden, also mich umzuorientieren und mich dann auf mein Zweitstudium, was Geschichte war, zu spezialisieren und damit schon zu DDR-Zeiten ein bisschen meine Zeit totzuschlagen. Und das habe ich dann nach dem Ende der DDR noch ein bisschen ausbauen können. Ich denke auch, die Zeit für Lieder ist vorbei. Zumindest, das ist aber in der Geschichte immer so. Das gibt so eine Art Wellenbewegung, wenn man das mal verfolgt, rückwärts. Da gibt es Hochzeiten für Lieder, wo Lieder tatsächlich eine Funktion, eine gesellschaftliche Funktion haben und dann ebbt das wieder ab. Heutzutage spielen Lieder kaum eine Rolle, außer so dumme Schlager und so volkstümelnde Zeug. Ne? Aber so richtige Lieder haben kaum noch eine gesellschaftlich-politische Funktion jetzt. Ne? Dazu sind die gesellschaftlichen Verhältnisse auch nicht. Zum Beispiel, du kannst heute singen, was du willst, es interessiert keinen. Ne? Während, also wenn du schon mal ein Komma falsch gesungen hast zu DDR-Zeiten, haben sich furchtbar viele aufgeregt. Ne? Hattest du wenigstens eine Wirkung, das war doch wenigstens was. Aber die Kunst hatte auch wirklich, jedenfalls ja, eine andere Funktion auch. Diktatorischen Strukturen hat natürlich selbstverständlich jede Äußerung, eine öffentliche Äußerung, eine andere Funktion als in so einer. Das war bei uns Demokratie, auch nicht anders. Das war an der Komischen Oper auch nicht anders. Die Inszenierungen waren immer hochpolitisch. Die haben ja auch Leute aufgeregt. Ja. Ne? Heute regt das sich genau auf. Ne, über andere Dinge werden sich aufgeregt. Ja. Das ist mein Mann und
der war bei Taxi beschäftigt als Motorenschlosser. Und war ein sehr guter Motorenschlosser, denn er war 4-5 Mal Aktivist und Bestarbeiter. Und die DDR hat einmal doch eine Zuweisung, oder beziehungsweise gekauft vom VW-Werk Volkswagen. Und wir haben natürlich einen bekommen. Einen wunderschönen viertürigen. Es war das schönste Auto unseres Lebens. Damals ein VW. Dann sind wir gleich damit nach Ungarn gefahren. Ihr Mann ist ja schon relativ lange tot. Sie haben hier gar nicht lange zusammen gewohnt? Nee, wir haben hier nicht lange zusammen gewohnt. Warten Sie mal, wir sind 72 eingezogen, 84 ist mein Mann gestorben. Also es war nicht lange. Und seitdem bin ich alleine hier. Nicht? Also wollte nicht mehr. Ich wollte keinen neuen. Die Leipziger Straße zwischen Potsdamer Platz und Spittelmarkt. Vor 40 Jahren eine der belebtesten Geschäftsstraßen Berlins. Heute nicht wiederzuerkennen. 25-stöckige Hochhäuser der Sektorengrenze zugewandt. Aus politischen Gründen architektonischer Kontrapunkt zu den Wohlstandsbauten in West-Berlin. Auf der Nordseite geräumige Wohnblocks für Diplomaten und Korrespondenten. Wie man hört, soll die neue Leipziger Straße als vierspuriger Boulevard am alten Potsdamer Platz in einen neu geplanten modernen Grenzübergang nach West-Berlin münden. Ich habe mich schon recht fremd gefühlt. Mhm. Und wenn jetzt nicht diese guten Kontakte zu den Ehefrauen oder Familien der Kollegen gewesen wären, ich weiß nicht, ob ich denn die ganze Zeit so durchgehalten hätte. Weil es war doch so, das tägliche Leben hier auf der Leipziger Straße war eben auch so ein bisschen Spießrutenlauf. Dieses Bewusstsein, dass man ständig beobachtet wird, und diese Beobachtung war zum Teil ja auch ganz offensichtlich, weil ja hier die Häuser ständig patrouilliert wurden von Volkspolizisten. Mhm. Unsere Kinder haben sich einen Spaß daraus gemacht. Die haben das Ganze als riesiges Abenteuer gesehen. Unsere Tochter hat mir neulich noch erzählt, wir haben ja in der 11. Etage gewohnt, und unsere Tochter und ihre Freundin, die haben dann Luftballons mit Wasser gefüllt und haben die aus der 11. Etage auf den Bürgersteig, den Phobos, vor die Füße geschmissen und haben sich also köstlich amüsiert. Also für die Kinder war das ein einziger großer Abenteuerspiel, ja. Das hatte ich den Eindruck. Ja. Ne? Also für uns ist es schon, um deine Frage aus meiner Sicht zu beantworten, die da so gewesen, dass wir kamen aus der Bonner Republik, die du ja auch kennst, aus einer heilen Welt. Mhm. Das ist wirklich eine heile Welt gewesen, in dieses großstädtische West-Berlin, aber dann Ost-Berlin war der Gegenkontrast. Und das ist für uns schon eine wirklich völlig neue Welt gewesen. Wir sind offen auf die Menschen zugegangen. Die Menschen haben uns trotzdem immer mit einem gewissen, sind uns entgegengekommen mit einem gewissen, mit einer gewissen Angst, die immer spürbar auch war. Und dieser Austausch in unserer Wohnung auch mit Freunden damals aus der DDR war immer vorsichtig, hier werden wir abgehört, hier können wir uns nicht äußern. Ja, also es war schon von unserer Seite war immer irgendwo so eine gewisse Vorsicht vorhanden, eine gewisse Distanz, weil wir ja auch nicht genau wussten, sind es wirklich echte Freunde oder sind es Leute vom Staatssicherheitsdienst, die einfach eben nur so tun, als wären sie wirklich an uns interessiert. Und es war also schon manchmal so ein bisschen schwierig. Man konnte sich halt nie ganz sicher sein. Ne? Die DDR hat hier was hingesetzt, was ja eigentlich als Gegenstück zu da drüben sein sollte. Das ist ja, das Gerücht hält sich ja immer noch, ne? Ja, zu Springer. Also dass der Architekt bestreitet Nagel das oder Nägel, zwar, habe ich jetzt gelesen. Ja, ja. Aber das wird natürlich eine Rolle gespielt haben. Man wird einen Riegel zum Westen gerne konstruiert haben wollen. Aber ich sehe eigentlich die Architektur der Leipziger Straße als gar nicht so negativ an. Also da gibt es in Berlin Schlimmeres. Du hast aber nicht die Architektur, Dieter, wie du sie in anderen Großstädten, außereuropäischen Großstädten hast. Hier ist eine Einheitsarchitektur. Hier hast du einheitliche Hochhäuser, die eigentlich wirklich auch gar kein Flair haben. Das wirkt ja, wenn fremde Menschen hierher kommen und sehen das, was du gesagt hast. Erstmal gewaltig. Um Gott
Gottes Willen, ja. Was wohnen denn hier überhaupt für Menschen? Können hier überhaupt Menschen wohnen? So kann man doch nicht leben. Und wenn man sich damit auseinandersetzt und man sieht eigentlich, wer hier wohnt und wie man die Wohnungen gestalten kann, dann merkst du plötzlich, dass die Leute auch zurückrudern und sagen, also ich muss hier nicht wohnen, also so schlecht ist es vielleicht doch nicht. Umzug müssen die Kisten besser beschriftet sein. Spielsachen. Holst du mal die Schere, die auf dem Regal liegt? Ja, die Schokoladen. Und vor allen Dingen sind die falsch. Die müssen, guck mal, die muss nach oben. Damit du das so wie eine Umrandung hast. So, guck mal. Siehst du das? So, genau. Ach, warte mal, was ist denn dahinter? Ach, du armes Häschen. Ach, hier ist noch Geld. Na, das ist ja wunderbar. Das kann ich ja wirklich gut gebrauchen. Sie ist in der Charité geboren und geht in der Wilhelmstraße in die Schule. Ja, und sie wollte gerne in der Leipziger Straße wohnen bleiben. Ich hätte mir ja auch was anderes vorstellen können, aber sie wollte das ja so gerne. Und deswegen denke ich, war das jetzt hier ein guter Kompromiss, dass wir hier hingezogen sind. Genau, das war mit einer der Gründe. Weil sie ja nichts, das ist ja sozusagen ihr Zuhause und sowieso alles ein bisschen schwierig schon. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das so. Als wir hier eingezogen sind, da habe ich mich so gefreut. Oh, hier ist gar kein Verkehr. Hier hinten ist die Welt mit Brettern vom Nagel. Und dann wurde das aufgemacht und der Krach. Na. Ja, ja. Da haben wir nicht damit gerechnet. Nee. Das stimmt. Da hat sich hier. Oh, die Straße sieht auch schon mitgenommen aus. Ja, ja. Wird auch mal Zeit, dass sie repariert wird. Ja, ja. Lassen wir uns überraschen. So, hallo. Hallo. Wollen wir uns mal was Schönes aussuchen? Haben Sie denn noch für mich, meine Geliebte, mit diesen kleinen, die Brühe mit diesen Maultaschen? Ja? Macht mir Ihre Frau. Gut. Geht dann zusammen, und, ja? Nee, nee, ich bezahle extra. Nee, ich bezahle extra. Okay, dann 5 Euro für Sie. Warten Sie mal, habe ich nicht ein? Nee. Nee, ist gut. Machen wir es so, ja, ist gut. Okay. Komm gleich. Ja, alles klar. Komm. Danke. Naja, werden wir mal sehen. Ja, das waren schon noble Sachen. Immer mein schönes Schüsselchen. Ja. Danke. Schön. Oh ja, oh ja. Das sieht lecker. Danke schön. Das sieht gut aus. So. Das ist. Warte mal, ein Löffel ist für dich. Ich, ja. Und das ist für mich. Und dann lassen wir uns das mal schmecken. Ja. Na. Und dann kam das Jahr der Frau, das war 75. Und da kamen aus der ganzen Welt Frauen hier nach Berlin zu Besuch. Und die Hotels waren auch alle schon voll und so teuer wollten sie auch nicht ausgeben. Und da haben sie die Wohnungen. Die haben sie dann genommen für die Gäste und haben sie besonders schön eingerichtet mit Teppichen, Polstermöbel, Fernseher, alles sowas, was dazugehört. Und da war unter anderem bei mir die Valentina Tereshkova. Sieht ihr einen Begriff? Na klar. Naja, wir DDR-Leute wissen das alle noch. Ja. Das war ja die erste Kosmonautin, die russische. Und die hast du persönlich? Die habe ich dann, naja, die konnte nicht Deutsch und ich konnte nicht Russisch. Ich hatte ja nie Russisch gelernt. Und Englisch konnte auch nicht, also ja, wir konnten uns nicht viel unterhalten, nur so. Und die kriegte mit ihrer Sekretärin auch so eine Wohnung, wie ich sie jetzt habe, so eine, stand der dann zu.
Und zwar hatte die ihr Zimmer für sich alleine, das große. Und in dem anderen, da schlief dann die Sekretärin und war alles nicht so schick. Ich meine, für die wurde extra ein ganz toller Fernseher, ein neuer Teppich, Polstermöbel, alles angeschafft. Soll die ja nur sich wohlfühlen in der DDR, ja, nicht? Wenn man Gäste hat und dann solche. Eben. Manche Lokale, die versalzen das Essen so, hier musste ich ein bisschen nachsalzen. Siehst du? Und ich bin bestimmt keiner, der scharf ist. Nee. So, das ist unser Schmuckstück, so wie es 86 gebaut worden ist. Von uns bezahlt. Ja. Ja, das sind drei Duschen, die reichen. Und dann haben wir hier den Schwitzraum mit den Originalöfen von Römhild. Ja, also wie gesagt, die Liegen, die hier zu sehen sind, haben wir aus den Ärztehäusern bekommen. Die haben uns gesagt, sie möblieren neu und dann sind wir natürlich losgetrabt und haben die Dinger hier durch die Leipziger Straße getragen. Und wie gesagt, ist also die Mischung in den einzelnen Gruppen ist auch vom Alter her sehr unterschiedlich. Wir haben hier bei uns im Haus noch viele Leute, die weit über 70 und auch über 80 sind und die auch noch in die Sauna gehen, aber da passt dann einer auf den anderen auf. Nun muss ich vielleicht auch noch mal darauf zurückkommen, dass wir also hier bei uns im Haus mal mit der DEFA einen Vertrag hatten, dass sie unsere Räumlichkeiten nutzen konnten. Da gab es ein richtiges Schriftstück, das gibt es auch noch in unserem Archiv. Und da ist im Clubraum ist die Kantine gewesen und hier hinten haben die Kostüme gestanden und im anderen Kellerteil war die Maske. Und nun jetzt die Verbindung zur Sauna herzustellen. In die Sauna geht man ja bekanntlich nicht angezogen. So, und wir kennen uns hier im Hause in der Zwischenzeit über jede Ritze, wenn man so will. Und nun standen hier draußen auf dem Flur. Zeig das mal. Hier lang. Ein Kostüm nach dem anderen. Inklusive Kopfbedeckung. Und nun müssen Sie sich vorstellen, da kommen die Leute aus der Sauna, haben nichts an, aber es gibt hier Pickelhauben. Und die Pickelhauben werden sich aufgestülpt und dann geht das hier in den Schritt. Nackt mit Pickelhauben. Wladimir Wysotsky ist ein Phänomen. Ja. Für mich ist es der bedeutendste Liedermacher des letzten Jahrhunderts gewesen. Ja. Gibt mehrere Lieder, die ich sehr, sehr gut fand. Eins davon habe ich sogar so mir zurecht gedichtet, dass es für mich passt. Der fröhliche Leichengesang heißt das. Ne? Ob du im Zug oder Auto willst fahren, ob angetütert, Perpedes musst gehen. Überall lauern heutzutage Gefahren, schwer lebenslang auf den Beinen zu stehen. Unfall auf der Straße zum Friedhof geschehen, drei zum Begräbnis des vierten gehetzt, die drei sind verwundet, sie können nicht mehr gehen, nur der im Sarg lag, der blieb unverletzt. Weiber vergossen heuchlerisch Tränen, der Redner verwechselt den Namen am Grab und der am Harmonium, der sollte sich schämen,
nur der im Sarg keinen Laut von sich gab. Wir waren ja als Zeitung bis zuletzt, wenn man so will, Honecker-hörig. Wir haben ja noch am 7. Oktober, als diese Feier hier in Berlin war und die Demonstranten am Berliner Alexanderplatz den Palast der Republik umlagert haben, wo ich also auch drin war, da haben wir ja noch Kommentare gegen diese Leute, Demonstranten, geschrieben und haben sie als Raudis und das Ganze als Zusammenrottung bezeichnet. Das war ja bereits zu einem Zeitpunkt, da haben eigentlich selbst ein großer Teil der sogenannten Hardliner oder sehr viele Genossen in der Partei ja längst schon gesagt, also ist doch nicht mehr zu retten, was sie ja gemacht haben. Da waren wir logischerweise als Propagandisten immer noch scharf. Wir ist auch jetzt relativ vielleicht, weil ich weiß genau, in meiner Redaktion selber gab es da schon ziemlich harte Attacken, auch gegen mich. Aber ich gehörte eben zu diesen letzten Durchhaltern und das ist eigentlich auch erst erledigt gewesen, logischerweise, nachdem ich dann im November abberufen wurde. Das ist ja auch eine kleine Erzählung darüber, welche Schwierigkeiten die Familie mit mir hatte, der in einer ganz anderen Art und Weise auf die Wirklichkeit geguckt hat, nämlich gar nicht. Also es erzählt ja auch ein kleines bisschen, dass das auch in der Familie zu Konflikten inzwischen ja gekommen war, von denen man nicht weiß, wie sie ausgegangen wären, wenn es diesen Staat, wenn es diesen Druck, dieses System, diese politische Dogmatik weiter gegeben hätte. Also auch insofern, ich habe das auch mal gesagt, war für mich die Wende auch die Rettung letztlich, die familiäre Rettung. Das muss ich einfach so sagen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Unabhängig auch davon, dass ich mir natürlich auch dankbar bin, dass du das alles ausgehalten hast. Denn im Nachhinein war ja das, was ich als Journalist gemacht habe, doch ziemlich, nicht nur einpeitscherisch, sondern eigentlich auch bis zu einem gewissen Grade ziemlich brutal. Hey, na, kommt doch her. Wo seid ihr? Wo ist Lea? Hier. Und? Also, das ist Yunji, meine Schwiegertochter. Und das ist, dreh's mal um. Und das ist Valentin, unser jüngerer Sohn. Und das ist unsere Enkeltochter Lea. Mein süßes Babychen. Mein süßes Babychen. Ja, meine Süße. Lach mal. Jetzt üben wir Marcello, ja? Das ist der Bogen. So wird gespielt. Siehst du? Schön anfassen, nicht den Daumen durchdrücken. So. Junge, ich bin ganz gespannt, was du mit ihr für Kinderlieder. Ja. Was du mit für koreanische Lieder singst, bin ich ganz gespannt. Bei mir fallen immer nur diese. Was ist? Und das ist die linke Hand. Hier musst du schön greifen. So, jetzt spielen wir zusammen. Jetzt kannst du erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Die Frage kannst du jetzt beantworten. Das weiß ich nicht mehr. Warum? Weißt du, hat er doch vorhin gefragt. Oder willst du Dirigentin werden? Ja? Nee, Cellistin, ne? Cellistin. Lea. Naja, er war mein Dozent für Philosophie. Es gab ja damals bei uns... Nein, wir haben uns schon früher kennengelernt. Über den Oktoberclub. Ja, ich war als Student für Philosophie und Geschichte Mitbegründer des Oktoberclubs. Und da tauchten manchmal Musikstudenten von Hans Eisler auf, die bei Aufnahmen uns begleiteten. Und da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Und fandst du mich gleich toll? Überhaupt nicht. Aber dann bin ich Dozent geworden an der Musikhochschule für Philosophie. Und da waren wir mal
in einem Zivilverteidigungslager. Das ist so. Im zweiten Studienjahr oder im ersten, ne, ja, musste man immer in die Zivilverteidigung. Da war er mein Zugführer. Zugführer. War schön, in unserer Heimat war das. Ja. Er ist aus und das war Teplitz für, und ich aus Erzgebirge. Ja, ja. Aus das Erzgebirge. War für mich so eine Art Heiratsmarkt und da habe ich einfach... Ach, du bist ein Angeber. Wirklich. Natürlich. Du bist ein Angeber. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Du hast dich ganz schön um mich bemüht, muss ich mal sagen. Ja. Aber das ist nun wirklich 41 Jahre her. Oder? Nee, noch länger. Ja, ja. Wir sind so richtig so, ach so. So Dinosaurier. Diese Zivilverteidigung, diese Woche war irgendwie ganz toll. Sechs Wochen? Ja. Sechs Wochen waren wir wirklich? Das war sehr schön. Wir haben viel, viel Musik gemacht und war ja irgendwie eigentlich der Anlass nicht so toll. Und wir haben ihn alle geliebt, er war einfach großartig. Er hat mit uns so Seminare gemacht. Eigentlich sollte er über irgendwelche militärischen Geschichten reden und er hat dann über Sartre und über Existenzialismus und das war für uns sehr interessant. Er war eben einfach irgendwie ein Ausnahmemensch und wir haben dich alle sehr gemocht. Ja, so ist es gekommen. Und das war dann eben irgendwie, hat noch ein bisschen gedauert, bis wir uns entschlossen haben, dass es was fürs Leben ist, ne? Aber hat gehalten bis heute. Angeblich, ja. Dank meiner Großzügigkeit. Ja, ja. Ja, ich würde es nicht wieder rückgängig machen wollen. Das war jetzt eine Liebeserklärung. Oh, na, ich habe das... Hast du registriert, ja? Wir hatten damals zu Studentenzeiten so eine... Naja, so eine Studentenopernzeitung, wenn ich das vielleicht mal so sagen darf. Und irgendwie haben wir so, das war dann so Anfang der 90er Jahre, dass wir irgendwie so gemeint haben, wir müssten mal so ein bisschen den Osten kennenlernen, genauer. Und es waren aus dem ganzen Bundesgebiet Leute und wir haben uns immer im Sommer in Bayreuth getroffen. Meine Eltern haben halt in Bayreuth eine kleine Wohnung und es war immer so der Sitz. Und einmal im Jahr wurde sich da getroffen. Und und dann haben wir einfach das im Osten so mal alles angehört, so die ganzen Opernfans, alles, was man so toll fand und an Inszenierungen und so. Und naja, dann hat man schon geguckt, ja, welche Leute könnte man mal ein Interview machen. Und da hatte ich meinen Mann irgendwie am Wickel. Genau. Und so haben wir uns kennengelernt. Ja, also ich habe wahrscheinlich so Zauberflöten so mindestens 120 Stück gesehen im Laufe der Jahre und würde mir jetzt im Moment ehrlich gesagt keiner anhören. Weil das sind so, es gibt so ein paar Sachen, die man natürlich irgendwie damit verbindet. Und das ist so einiges, sowas wie Beethovens 9. Sinfonie zum Jahreswechsel und so. Das meide ich im Moment noch. Kommt vielleicht wieder, weiß ich nicht. Ist im Moment einfach nicht angesagt. Und wie hat Ihre Tochter den Tod verarbeitet? Ich weiß nicht. Also sie ist ja viel mit meiner Mutter zusammen. Meine Mutter hat 30 Jahre lang oder 40 Jahre lang im Krankenhaus gearbeitet. Ich glaube, da verarbeitet sie auch eine ganze Menge. Und ich denke, naja, sie ist halt auch noch klein. Sie kommt auch immer mit zum Friedhof. Und also sie nimmt es einfach so. Sie redet darüber, aber auch nicht so, auch nicht dauernd. Hi Jimmy, ich bin's, André. Ich bin jetzt soweit und wollte kurz mit dir noch abklären, was du dabei hast. Ich hab rausgesucht die Teenager-Party, die hast du auch, oder? Nimmst du die mit? Ja, nimm du die mit, dann lass ich sie da. Alles klar. Okay. Die tschechischen Twist-Sachen hab ich alle da. Und an deutschen Sachen habe ich jetzt den Manfred Krug eingepackt. Ruth Brandin nehme ich nicht mit. Dann bis zwischen 8:30 und 9. Bis gleich. Tschüss. So.
Damen und Herren des Orchesters können jetzt zur Bühne kommen. Sie können sich einspielen. Glubmata mache ich seit 2004, aber aufgelegt habe ich vorher schon. Ja, das ist ja die allgegenwärtige Martha, nach der auch mein Club benannt ist. Die Martha Kubišová, die bekannteste und beliebteste Sängerin der Tschechoslowakei, der damaligen Tschechoslowakei, eine Ikone der tschechischen Popmusik der 60er und des tschechischen kulturellen Lebens eigentlich. Die Philosophie von Club Martha ist es immer noch, dass wir der im Westen ziemlich unbekannten und vor allen Dingen unterschätzten Musik aus Osteuropa mal so eine Plattform geben wollten, beziehungsweise eigentlich wollten wir schon immer mal unsere Lieblingsplatten spielen, also ich. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на весеннее не уповай, в горах не надежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нел, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.